Ja, guten Morgen, Landshut. Guten Morgen. Ich bin Rainer Klute, ich bin Vorsitzender des Nuklearia e.V. und wie Daniel Spannbauer gerade schon sagte, wir setzen uns für die Kernenergie ein. Warum tun wir das? Wir sind für die Kernenergie, weil wir überzeugt sind, dass Kernenergie das beste und wirksamste Mittel ist, um den Klimaschutz voranzubringen. Keine andere Klimaschutzmaßnahme ist so wirksam wie der Weiterbetrieb unserer bestehenden 6 Kernkraftwerke. Wir sollten stattdessen lieber Kohlekraftwerke stilllegen. Wenn wir das täten, die CO2-intensiven Kohlekraftwerke stillzulegen und stattdessen die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, dann würden wir jedes Jahr 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen, nicht in die Atmosphäre emittieren. Keine andere Klimaschutzmaßnahme kann das leisten. Auch nicht das ehrgeizige erneuerbare Energienausbauprogramm, das sich die Grünen auf die Fahne geschrieben haben. Keine andere Maßnahme schafft diese 70 Millionen Tonnen Einsparung. Das geht nur mit dem Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Neulich war ich doch etwas verblüfft. Angela Merkel, noch Bundeskanzlerin, sagte, wir sollten uns doch mal Gedanken machen, welchen Strombedarf wir eigentlich bis 2030 haben. Das hat mich ja nicht nur überrascht, das hat mich schockiert. Die Frau, die Bundeskanzlerin, setzt die Energiewende in Deutschland durch, setzt den Atomausstieg in Deutschland durch und weiß offenbar nicht, welchen Strombedarf wir bis 2030 haben. Weiß offenbar nicht, ob wir eigentlich genug Strom erzeugen können, um diesen Bedarf zu decken. Und wohlgemerkt, es geht um den Strombedarf bis 2030. Nicht etwa ab 2030. Da könnte man ja sagen, ja okay, bis 2030 ist noch eine Weile hin. Naja, 9 Jahre, so viel ist das auch nicht, wenn man Kraftwerke bauen muss und Infrastruktur umgestalten muss. Da sind 9 Jahre auch nicht viel Zeit. Nein, aber es geht um den Strombedarf bis 2030. Und der ist offenbar unklar, zumindest unserer Bundeskanzlerin. Das Wirtschaftsministerium war sich bis vor kurzem noch ziemlich sicher, dass der Strombedarf bis 2030 sich so mehr oder weniger auf dem Niveau einpendelt oder auf dem Niveau bleibt, auf dem er heute schon ist, nämlich gut 500 Terawattstunden pro Jahr. Das ist jetzt eine interessante Zahl, 500 Terawattstunden pro Jahr. Ist nicht sehr anschaulich, ich weiß, aber ist nun mal so. 500, merken wir uns mal. So, jetzt ist ja im aktuellen Wahlkampf ist nicht nur die CDU dabei, sondern da sind auch noch andere Parteien dabei. Zum Beispiel die SPD. Und die SPD hat einen Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz. Der ist nicht nur Kanzlerkandidat, sondern der ist auch Finanzminister. Und der Mann kann rechnen, sollte man annehmen. Und ja, kann er. Er hat nämlich eine kluge Erkenntnis von sich gegeben. Bei der gleichen Veranstaltung, an der Angela Merkel gesprochen hat, von der ich eben erzählte. Und er sagt, nee, Moment, unser Strombedarf wird nicht gleich bleiben, der wird steigen. Denn wir wollen ja, dass die Bürger mehr Elektroautos fahren. Wir wollen Wärmepumpen in die Fläche bringen. Elektroautos kosten natürlich zusätzlichen Strom. Wärmepumpen kosten zusätzlichen Strom. Ach, und dann ist da noch die Industrie. Wenn wir die Industrie auch noch elektrifizieren, von CO2-intensiven Prozessen umstellen auf CO2-arme Prozesse, dann brauchen die ebenfalls zusätzlichen Strom. Ja, wie viel könnte das denn sein? Und wo kriegen wir diesen Strom her? Und Olaf Scholz peilt über den Daumen und sagt, naja, 100 Terawattstunden pro Jahr werden wir wohl zusätzlich brauchen. Also nicht mehr 500, sondern 600 Terawattstunden pro Jahr. Aber ich denke, Olaf Scholz ist da noch zu optimistisch.
Denn wir brauchen noch sehr, sehr, sehr viel mehr Strom. Das sage jetzt nicht ich, das sagt die chemische Industrie. Die chemische Industrie ist eine sehr energieintensive Industrie und stößt demzufolge heutzutage große Mengen CO2 in die Atmosphäre aus. Nun, die chemische Industrie sagt, klar, diese Prozesse können wir alle auf CO2-arme Vorgänge umstellen, können wir elektrifizieren, das geht im Prinzip, aber wir brauchen dafür eben sehr, sehr viel Strom und das auch noch sehr billig. Ja, wenn wir die Strommengen nicht kriegen, geht es nicht. Und wenn wir den Strom nicht sehr billig kriegen, dann geht es auch nicht. Ja, dann können wir besser anderswo produzieren, wo es den Strom billiger gibt. So, und jetzt, was stellt sich denn die chemische Industrie vor? Wie viel Strom braucht sie? Nun, sie sagen, die Branche sagt, wir brauchen pro Jahr 628 Terawattstunden Strom, billigen Strom, CO2-armen Strom, nur für uns. Ja, das ist mehr als das, was wir heute an Strom verbrauchen in Deutschland insgesamt. Das ist mehr als das, was Olaf Scholz prognostiziert hat. Das ist eine unglaubliche Menge. Und da stellt sich schon die Frage, wo soll dieser Strom herkommen? Das ist mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien allein nicht getan. Wir brauchen die Erneuerbaren, keine Frage. Die liefern einen wesentlichen Beitrag zu unserer CO2-armen Stromproduktion. Aber die erneuerbaren Energien allein reichen nicht aus. Wir brauchen noch sehr viel mehr. Und bevor wir uns Gedanken darüber machen, wo dieser Strom herkommen soll, da sollten wir den naheliegenden Schritt tun und erst einmal die Kraftwerke, die wir haben, die CO2-freien Kraftwerke, die wir haben, am Laufen lassen. Nicht stilllegen, Ende diesen Jahres, Ende nächsten Jahres. Das sind die Kernkraftwerke. Die Kernkraftwerke versorgen uns mit immer noch über 8 Gigawatt und das CO2-frei. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass Kernenergie eine sehr CO2-arme Technologie ist. Also Kernenergie stößt etwa so viel CO2 aus, wie es die Windkraft tut und ist damit noch 4-mal günstiger als Photovoltaik. Darum müssen die Kernkraftwerke bleiben. Deswegen muss auch das Kernkraftwerk Isar hier in der Nähe bleiben, darf nicht stillgelegt werden. Und wer ist da gefragt? Wer muss da handeln? Es ist die Bundesregierung, es ist der Bundestag. Denn das Aus der Kernkraftwerke ist im Atomgesetz festgeschrieben. Und deswegen muss das Atomgesetz geändert werden. Und das muss zügig gehen. Vor den Wahlen, vor den Bundestagswahlen wird vermutlich niemand sich trauen, dieses Thema anzuschneiden in der Politik. Aber nach der Wahl, da muss es dann zügig vorangehen. Und ich appelliere da vor allem an die Herrschaft von der CDU und von der FDP, die unter ihren Wählern eine große Zahl Kernkraftbefürworter hat. 3/4 sind es bei der FDP. Fast 2/3 bei der CDU. Und man höre und staune, sogar unter den Grünen gibt es eine vergleichsweise große Zahl an Wählern, die sagen, der Klimaschutz hat Vorrang und für den Klimaschutz nehmen wir sogar den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Kauf. Über 20% Grünen Wähler sehen das so. Das ist eine vergleichsweise hohe Zahl, die mich sehr beeindruckt. Und ich denke, um dieses Zieles willen, Klimaschutz, da ist es gut, wenn mancher von uns über seinen Schatten springt und sagt, jawohl, lasst uns die Kernkraftwerke erhalten, lasst sie uns weiter betreiben, lasst uns den CO2-Ausstoß so niedrig wie möglich machen. Und später denken wir dann auch über den Bau neuer Kernkraftwerke nach. Kernkraftwerke mit einer neuen Technologie, die noch sicherer sind als die sicheren Kernkraftwerke, die wir heute schon haben. Vielen Dank.